Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und hier mal wieder 1 gegen 1, da kann ich was gut ansprechen und zwar, der echte, Grüße an Gott, Lu006, der echte, und zwar geht es darum heute, dass ja die Sache mit Betzke und Entenskills jetzt nicht gegessen ist, ne, und das ist ja immer noch so ein bisschen im Hype und ja, ich habe jetzt Beweis, dass er es eben genau nicht ist, es wurde jetzt noch irgendwie bewiesen von Omanok mit den Namen und ich gehe darauf noch einmal ein, weil mich das ein bisschen nervt. Hier so halt Lügen zu verbreiten. Und zwar geht es ja darum, dass Entenskills ein Smiley hat. Ihr kennt es, ich blende es euch hier mal ein. Das ist der echte Entenskills-Kanal. Und das ist der Fake-Entenskills-Kanal, aka der Entenskills-Kanal von Betzke. Ich mache hier mal ihm Screen. Und kannst mich töten. So. Fairness. Tschüss. Jo, auf jeden Fall ist es halt jetzt so, dass man da so Gerüchte verbreitet hat. Jo, hier Feuerstein, guck mal, 1,57 oder 1,37 oder so, ich weiß jetzt gerade nicht. Ich blende euch auf jeden Fall alles noch ein und alle wichtigen Informationen. Ihr seid hier bei mir gut bedient. Und auf jeden Fall hat Betzke einen Prank-Kanal, einen Fake-Kanal. Ich finde das ziemlich lustig. Ja, auf jeden Fall habe ich es euch für euch erstmal aufgedeckt. Und zwar ist das gar nicht Entenskills-Kanal, sondern eben der Kanal von Betzke und das ist ein Fake-Kanal, weil bei dem Kanal von Betzke ist nämlich nicht dieser Enten-Smiley, der hier. Den Smiley hat nämlich nur Enten-Skills bei seinem Kanal und ja, deswegen ist nicht der echte Enten-Skills und jetzt kommen bestimmt so Leute, ja, es wird nicht angezeigt bei Google und Google kann es ja nicht displayen. Doch, kann Google, ich habe selber mal so Smileys in meinem Namen gehabt für Promotion für meine Abos, also ich habe da damals auf meinem Hive-Channel hatte ich bei jedem Abo-Stand, sage ich mal, immer das da stehen und hatte dann immer so Sonderzeichen wie so Sterne und dann halt eben die, oh, der gibt mir, und dann halt eben also Sterne und dazwischen halt die Abozahl und das sind auch Sonderzeichen. Bedeutet, Google kann das displayen, ja, also anzeigen, und das, was die Leute hier in den Kommentaren behaupten, dass das Google nicht kann, das stimmt nicht. Ihr könnt ja selber mal probieren, geht auf weiß-studio.de, das habe ich euch auch in der Beschreibung verlinkt, da sind Sonderzeichen. Und da könnt ihr es selber mal testen, also auf jeden Fall ist das nicht der Entenskills-Kanal und das ist falscher Alarm. Und es ist ein nice try von Betzke, ich mag ihn ja selber, ziemlich lustig der Prank und ja, das war einfach das Infovideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ja, dann lasst Like, da Grüße gehen an GottLu006 raus, war cool. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein und Resonanz war auf jeden Fall beim letzten Video cool. Macht weiter so, freut mich, macht echt Spaß.